Die dürfen die Deutschen nerven. Genau, das ist halt. Ich finde man, ich will jetzt gar nicht hier die Merkel beschuldigen oder sowas. Ich halte zwar nichts von ihr, aber ich will es jetzt nicht beschuldigen, damit die da zu sehr den Amis in den Arsch kriegt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da eigentlich für Verträge am Laufen sind mit den Amis. Und ich glaube, das will ich auch gar nicht wissen. Ne? Das willst du nicht wissen. Nee, das will ich auch gar nicht wissen, weil ich denke, die haben auf jeden Fall Verträge mit den Deutschen, damit die noch für die nächsten 500.000 Jahre hier in Deutschland Stützpunkte haben dürfen. Ich meine, es ist auch so. Der einzige Grund, warum die in Deutschland Stützpunkte haben, ist, damit sie von da aus Krieg führen können, wenn sie in Amerika Krieg haben könnten. Jetzt stell mal vor, Amerika hat Krieg. Und der Krieg droht nach Amerika zu kommen. So, was wäre die logische Schlussfolgerung? Die denken sich, okay, in Deutschland haben wir viele Stützpunkte, führen wir den Krieg von da aus, dann haben wir keine Probleme in eigenem Land. Genau, und Deutschland wird dann Oder verwüstet. Atomschläge. Ja. Warum sollten denn die Amis von Amerika aus Atomraketen losschicken, wenn sie das von Deutschland können? Ne? Ich Ja. meine, keiner weiß, was unter den Armeestützpunkten von in, von den ne, ist klar, unter den amerikanischen Armeestützpunkten in Deutschland ist. Wir haben ja keine Ahnung, ob da nicht vielleicht schon Atomraketen gelagert sind, die Ja, nur das darauf weiß man warten, bei uns damit auch nicht. es irgendeinen Grund gibt. Ne? Irgendeinen Grund, damit man eine Atomrakete losschicken kann. Natürlich nicht aus Amerika, sonst würde man einen Atomschlag zurück nach Amerika machen. Ja, das weiß man bei uns hier auch nicht. Genau, man weiß eigentlich nichts. Ne? Und dann kommt immer, ja, wir sind so Das. eine tolle Demokratie und wir. Man weiß ja auch immer schon alles aus der Regierung. Wenn man überlegt über die wirklich brisanten Themen, weiß man eigentlich nichts. Ich meine, das muss doch einen Grund haben, warum die Merkel einfach gesagt hat, ja, diese groß angelegte Spionageaktion einfach so ist egal. Das muss doch irgendeinen Grund haben, ne? Und ich Ja, meine, natürlich. dieses ganze Demokratie und so in Deutschland, jetzt überlegt man, das ist doch eigentlich auch nur groß angelegter Betrug. Damit heißt Betrug, Schein, Schein. Ich meine, man sagt immer, ja, diese bösen Länder, wo immer die Leute dazu gedrängt oder bedroht werden, jemanden Bestimmtes zu wählen. Ich meine, ganz ehrlich, im Großen und Ganzen ist es doch kein Unterschied, ob Der dir ganze gesagt Wahlkampf und so. wird, jetzt mach das, oder es gibt Ärger, oder ob dir Sachen vorgelogen werden wie sonst was, damit du die wählst. Genau, das ist ja eigentlich Betrug, was die machen. Genau. Das ist Betrug im großen Stil, was die mit dem Genau. Wahlkampf machen. Die versprechen dir Sachen und dann die werden sowieso nie Ja, durchgesetzt. genau. Ja, Deutschland hat auch immer eine echt gute Strategie, um Gesetze durchzusetzen. Und zwar, eigentlich schaut das so viele darauf reinfallen, ne? Die machen immer Gesetze total übertrieben. Dann regt sich die Bevölkerung auf, oh, das wollen wir nicht. Und dann sagt Deutschland, okay, ich bin ein nettes Land. Ich stufe das Gesetz runter. Und dann setzen wir es durch. Dann denken sich alle, ja, Deutschland ist nett, machen wir das, ne? Obwohl das ja eigentlich das Ziel. Die wollten ja eigentlich nur dieses runtergestufte Gesetz. Ja. Genau so kriegst du Sätze durch. Ich meine, es ist schlau, aber das ist auch Betrug eigentlich. Das ist ganz, die ganze Politik ist im Sinne Ja. Betrug. Das Problem ist halt, du kommst anders nicht in die Politik rein. Ich meine, Ja. man sagt immer auch hier die Piraten und so, ja, das ist ja jetzt das neue, große, tolle. Aber ganz ehrlich, im Grunde sind es genauso wie die anderen. Sonst wären sie nicht so weit gekommen. Ja. Was zum Beispiel auch mit diesem ganzen Asylantenzeug da. Hast du das gehört? In Ansbach wird jetzt ein Asylantenunterkunft gebaut. Ja, ist schon. Also, beziehungsweise ist schon gebaut. Da kommen jetzt in ein paar Monaten oder ein, zwei Monaten welche rein. Ne? Oben in diesem Hotel. Weißt du, was ich meine? Beim Danny. Da ist ein Hotel. Ja, das ist schon ewig. Das ist schon nicht mehr in Betrieb. Schon Ja, ganz da lange. und in Oberaichenbach ist ja auch schon ein Genau. Asylantenheim in der alten Schule. Also ich verstehe das halt nicht. Diese ganzen Asylanten, das sind ja eigentlich auch ein Risiko für Deutschland. Was glaubst du, wo diese ganzen Krankheiten herkommen? Ja, okay. Die schleppen die mit ein. Was ich eigentlich auch unbegründet finde, ist diese Angst vor diesen Krankheiten, die in jetzt Afrika, da wo dieses Ebola ist das, ne? Wo das ist Ja. und so. Da gibt es ja auch genug Deutsche, die jetzt total Angst vor haben. Aber ganz ehrlich, jetzt überlegen wir uns mal. Warum gibt's in Afrika eine Ebola-Epidemie? So, überlegen wir mal. Ebola wird nicht durch einen Handschlag oder durch eine Niese übertragen, sondern definitiv durch sehr stark mangelnde Hygiene. Huh? Ja. Genaues weiß ich da nicht, aber soweit ich weiß, ganz sicher nicht durch Handschlag oder Niesen oder so, ne? Ich meine, das ist unausgesprochen, das ist unausgesprochen, das ist unglaublich unwahrscheinlich,
dass das Virus hier in Deutschland gefährlich werden kann. Ja, oder ausbricht halt. Ausbricht ja, aber es wird nie zu einer Epidemie wie in Afrika kommen. Vielleicht ein, zwei, ne? Ja, aber wie gesagt, diese ganzen Asylanten, was da einwandern, das ist ja eigentlich auch eine Ja. Gefahr. Und ich verstehe es halt nicht. Natürlich, du Ich weißt ja, dass glaube, das. ganz ehrlich, wenn du, sollte sich das ganze System mal ändern, ne, dass Deutschland Armut hat. Und zum Beispiel Afrika ist Ja. dann ein reiches Land. Denkst du, dass die Afrika ist kein Asylanten, Land, dass die. Afrika ist ein Kontinent. Ja, der Kontinent halt. Also Länder in Afrika, dass da dich jemand aufnimmt. Denkst du das? Das Ich weiß denk's ich nicht. nicht. Das ist halt eh allgemein immer dieses, man muss sich überall einmischen und so. Und oh, die bekriegen sich, machen wir mit. Aber du musst mal bedenken, wenn da, das sieht man ja im Bus, ne? Ja. Da kommen die Jugendlichen aus dem Asylantenheim raus, wollen in die Schule. Was haben sie? Beats-Kopfhörer und ein total teures Handy. Woher haben die das Geld? Ja, aber echt so. Woher? Ich frage mich das. Weil dann, und wenn's Geld vom Staat ist, dann ist das echt falsch angelegt. Ja, muss Von einfach den mal schauen. Eltern. Ich meine, das ist das, oder das ist auch immer dieses typische, dieses. Wo, was habe ich gerade gesagt? Wo du mich unterbrochen hast. Gerade hatte ich Warte das, mal. jetzt ist es wieder weg. Aber da muss man sich ja auch wieder, das mit den ganzen Asylanten, das liegt ja auch wieder in Deutschland, weil die dürfen ja nicht arbeiten am Anfang, wenn die reinkommen. Ja. Ich würde, genau, mit diesen ganzen Kriegen, die es da gibt, ne? Das kann ich auch nicht verstehen, warum sie da immer gleich alle einmischen wollen. Ich meine, es ist ja okay, dass man den Leuten helfen will, ne? Aber jetzt überlegt mal, das Ganze hat sich vor Jahrhunderten auch hier abgespielt. Und da hat sich Ja. keiner eingemischt. So entwickeln Ja. sich halt Kulturen und wenn man sich da jetzt einmischt und da reinpfuscht, da entwickelt sich irgendwas Komisches, die ganzen Leute sind unzufrieden und fangen einen neuen Krieg an. Ja. Ne? Bestes Ja. Beispiel, diese ganzen Länder in Nordafrika, die wurden so eingeteilt durch irgendwas und jetzt sind die alle unzufrieden mit der Einteilung. Ne? Ja. Das ist. Ich finde, solange andere Länder, die damit nichts zu tun haben, also die jetzt nicht gerade in diesem Stadium ist, wo sich das alles entwickelt, die sollte man, solange sie jetzt keine anderen Länder bedrohen, in Ruhe lassen. Und das machen. Ja. Ich meine, klar, es ist nicht toll für die Menschen, aber ganz ehrlich, das Ganze kriegen wir uns früher auch ab. Ne? Ich meine, man muss einfach sagen, Europa ist in Deutschland das höchst entwickelste Land. Nee, Europa ist in Deutschland das höchst entwickelste Land. Was sag ich? Europa ist auf der Welt der höchst entwickelste Kontinent. Ich meine, überleg mal, alles tolle, gute, die ganzen wissenschaftlichen Forschungen und so kommen eigentlich aus Europa. Jetzt Ja. kann man sagen, ja, okay, aber Amerika, ne? Okay, Amerikaner waren auch alle ursprünglich mal Europäer. Ich meine, überlegt uns mal. Asien war nicht so gut für Europa. Wo wir Asien entdeckt haben und in Asien waren, hatten wir Schusswaffen im Gegensatz zu denen. Afrika ist jetzt immer noch total am Anfang der Evolution, sage ich mal. Also da gibt es immer noch nichts Gescheites, keine gescheite Gesundheitsversorgung, nichts. Und als wir in Amerika rein sind, hatten wir auch schon Schusswaffen und organisierte Armeen. Und die hatten halt Ja. einfach so ein paar Indianerstämme, ne? Ich meine, das ist ein Ja. Riesenunterschied, sollte man auch so suchen. Ich meine, das ist halt einfach so. Ich meine, Europa ist da irgendwann durch, Asien ist da irgendwann durch. Es gab überall diese Bürgerkriege und so. Solange die nicht gefährlich jetzt für Europa oder so werden, dann lass die machen. Ne? Ich meine, klar, die Leute, die da sind, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Alter, ganz ehrlich, ne? Hier, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, jetzt fick dich mal kreuzweise. Ich hab keinen Bock hier zu sterben, nur weil irgendeiner sagt, das ist auch mal passiert, aber es ist doch so. Ich meine, so entwickeln sich die Kulturen. So entwickeln sich die verschiedenen Länder. Ja. Ich meine, das hat einen Grund, warum in Europa die ganzen Länder so unglaublich komische Grenzen haben und die nicht einfach ein gerader Strich sind. Weil sich das über Kriege von kleinen Mini-Staaten, sag ich mal, Ja, abgespielt hat. man hätte sich auch nicht in den Kra in den in den Quark. In den Quark, genau. Du weißt, dass ich meine, da in den Krieg im Irak einmischen Ja. müssen, da Afghanistan ist Ja, noch was denkst du, warum das dann auch ziemlich passiert sauer. ist? Warum sich da denn eingemischt wird? So, die Amis sehen irgendeine Chance, wie sie da an Rohstoffe kommen. Ne? Also, was weiß Ja. ich, da gibt es bestimmt Erdöl oder sowas, ne? Bis Also. ja, klar.